So ein bisschen zu jetzt aus unserer Perspektive gesprochen, unserem Weg Richtung Digitalisierung. Also wir haben, ich glaube, es war tatsächlich 2014, den Research gemacht und haben unser HR-System eingeführt. Wir haben die klassischen großen angeguckt. Bei uns ist das, was ihr da rechts unten jetzt seht, Capeople, was wir eingeführt haben. Das ist auch ein globales HR-System, was wir eingeführt haben, ist tatsächlich Lumess. Ja, Lumess ist mittlerweile aufgekauft worden von Saba. Saba ist mittlerweile aufgekauft worden von Cornerstone. Das heißt, offiziell gehören wir zu Cornerstone. Da merkt man, dass es auch viel Bewegung im Markt. Ja, auch eine Herausforderung für uns jedes Mal wieder mit den Firmenübergängen. Intern ist das K-People. Ja, K-People ist das gebrandet. Und das heißt, in K-People haben wir auch unser Learning Management System. Ganz kurz auch nochmal von der Systemlandschaft zu erklären. Payroll ist bei uns nicht drin, da haben wir Schnittstellen. Ja? Aber es ist ein weltweit ausgerolltes HR-System. Es ist auch das Leading System. Ja? Das heißt, wenn neue Mitarbeiter kommen, werden da die Daten eingetragen und das wird dann überspielt in die Payroll und ergänzt, gegebenenfalls, wenn es Felder nicht gibt. So, damit haben wir angefangen und auch durch das Modul, dann durch das Learning Management System haben wir dann den Locations ermöglicht, sowas wie den klassischen Trainingskatalog. Ja, so fing es jetzt erstmal an. Also wir haben Trainings, wie stellen wir sicher, dass dann ein Mitarbeiter einfach mal reingehen kann, anstatt dass er in ein PDF, was irgendwie reingeht, sondern wirklich in eine Plattform und sich seinen Entwicklungsplan quasi gestalten kann. Ja, so fing das Ganze an. Und dann war relativ schnell klar, und das ist jetzt das Projekt. Also wenn wir von der KA Academy und der Einführung jetzt auch der TTS Software sprechen, dann war das, ich glaube, 2018 saß ich das erste Mal bei der globalen Geschäftsführung und habe gesagt, ja, das ist ganz schön, dass wir unser LMS haben. Wir brauchen obendrauf aber trotzdem noch ein System, mit dem wir dieses ganze Thema Digitalisierung im Lernbereich unterstützen können. Und es war ein günstiger Zeitpunkt insofern, als das, und das meinte ich eben mit der globalen Matrixstruktur, als dass wir da gerade ganz stark in der Integration waren. Ja, das heißt, wir hatten alle Fachbereiche, die sich gerade global aufgestellt haben, die globale Prozesse eingeführt haben. So, und was muss ich dann machen? Ich muss meine Mitarbeiter schulen. Ja? Ich muss sicherstellen, dass ich auch wirklich auch auf, ne, also skalierbar über die Welt hinaus, eben Möglichkeiten habe, dieses Wissen möglichst schnell an den Mann zu bringen. Ja? An die bestehenden Mitarbeiter, weil wir natürlich den nordamerikanischen Markt übernommen haben, aber eben auch im Sinne von Onboarding. Und da kam das Thema Digitalisierung das erste Mal auf. Wir haben damals einen ganz klassischen Market Research gemacht, welches Produkt uns da weiterbringen würde und haben uns dann eben für TTS entschieden und auch für die Einführung der Orange. Ja. Und seitdem, und ich erzähle gleich noch mal ein bisschen genau, wie wir dieses Projekt jetzt aufgestellt haben, wie wir die Inhalte in der Orange gefüllt haben und wie die, da die Systemlandschaft aufgestellt ist. Seitdem tragen wir das Thema voran. Also seit 2019 war dann der offizielle Launch sozusagen dieses Projektes. Ja, wir haben mittlerweile auch das jetzt ganz frisch den E-Learning Award im Bereich Autorentool gewonnen. Ja, einige kennen vielleicht das E-Learning Journal, die machen da verschiedene Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien. Und was wir uns so ein bisschen für die Zukunft vornehmen, ist das Thema, dass wir noch stärker natürlich Richtung hybride Lernpfade gerne gehen möchten. Ja, also da sind wir noch nicht in allen Bereichen so weit. Das ergibt sich jetzt alles gerade erst aus dem Projekt. Und ein großes Thema ist für uns auch noch das Digitalisieren von Lernen auf dem Shopfloor. Ne, da haben wir tatsächlich auch letztes Jahr schon Piloten gehabt. Haben uns auch die Software angeguckt, das ist das Produkt Loop, das auch von TTS auch echt gut ankam. Das ist jetzt noch nicht eingeführt, da sind wir erst darum, jetzt gerade die Analyse zu machen. Wie können wir demjenigen, der an der Maschine steht, der ja jetzt nicht aktiv die Orange nutzt, aber der an der Maschine steht und eine Frage hat, wie können wir den ausstatten, dass der über ein Endgerät direkt den Zugang zu dem Wissen hat, was er benötigt?